Rund 85.000 Kilometer Pflasterwege durchzogen einst das Römerreich. Als das Imperium unterging, gediehen weiterhin am Wegesrand Städte und Dörfer, Traditionen und Kulturen. Wie bei der Via Cassia, Römerroute im ehemaligen Etrurien. Sie verlief von Rom über Siena nach Florenz, durchquerte die Regionen Latium, Umbrien und Toskana. Zu Römerzeiten bereits eine Rekonstruktion einer alten Etruskerstraße. Wie so vieles übernahmen die Römer von ihren ehemaligen Herren auch die Kunst des Straßenbaus. Rom. Auf sie zu und von ihr weg liefen alle Straßen in der Antike. Eine Millionenmetropole schon im ersten Jahrhundert vor Christus. Die Stadt am Tiber war geografisch und politisch Zentrum des Römischen Reiches. Monumente unterschiedlicher Epochen prägen Roms Straßen. Imposante Zeugnisse ihrer 2000 Jahre alten Geschichte. Wie dem Amphitheatrum Flavium, dem Kolosseum. Kaiser Vespasians ganzer Stolz. Finanziert aus der Beute des jüdischen Krieges und dem Goldschatz des Tempels von Jerusalem. Der Domus Augustana. Antiker Palastkomplex auf dem Palatin, einem der sieben Hügel Roms und ältester bewohnter Stadtteil. Seit Augustus residierten hier vier römische Kaiser. Der Largo Argentina, wichtigster Verkehrsknotenpunkt der Stadt. 1926 bei der Neubebauung des Platzes wurde sie entdeckt, die Area Sacra, der heilige Bezirk. Hier erbauten die wichtigsten Familien der Römischen Republik ihre Tempel, zur Erinnerung an gewonnene Schlachten ihrer siegreichen Sippen. Die Ausgrabungen laufen bis heute. Ja, das ist Cäsar, der sich aufregt. Wir graben hier das Fundament der Kurie aus der Zeit des Pompeius aus, in der auch Cäsar sich befand. An dieser Stelle saß wahrscheinlich Cäsar. Den Quellen zufolge wurde er hier beim Verlassen des Gebäudes erdolcht. Und all das graben wir hier aus. Ich heiße Marina Mattei und bin Archäologin. Ich bin Kuratorin der Kapitolinischen Museen und Direktorin dieser Ausgrabungen im heiligen Bezirk am Largo Argentina im Herzen Roms, dem Campus Martius. Mich fasziniert die Vorstellung, in eine vergangene Welt einzutauchen, wo jede Schicht ihre Spuren hinterlassen hat. Wie ein Chirurg, der einen Körper öffnet und ihn erspürt. Dieser Bezirk hat unter der Erdoberfläche überlebt. Unter den Kellern dieser Gebäude befinden sich noch überall Überreste. In Rom gibt es Restaurants, wo man inmitten dieser Ruinen speisen kann. Die Besitzer schwärmen dann voller Stolz: Seht euch nur diese antiken Mauern an. Die Katzen haben sich in diese Orte eingeschlichen. Ich weiß nicht, ob es mir hier gut oder schlecht mit ihnen geht. Es ist sicher nicht das Idealste, hier Tiere zu haben, die ihre Exkremente verteilen und überall ihre Krallen schärfen.
Aber wir tolerieren sie. Und deshalb sehe ich mich als gute Nachbarin. Mit ihrer Vorliebe für jahrtausendealte Ruinen wurden sie selbst zur Attraktion. Unter Kaiser Augustus eroberten die Katzen das restliche Reich. Bis heute kümmern sich noch einige wenige um das Wohl der Verstoßenen und Ausgesetzten in der italienischen Tradition der Gattare. Ich glaube, es ist schon auch den Katzen zu verdanken, dass dieser Ort auf der ganzen Welt so beliebt ist. Durch sie wurde diese archäologische Stätte wiederentdeckt. Ich bin Silvia Viviani. Ich kümmere mich um die Organisation dieser kleinen Welt. In Rom nennt man Frauen, die streunende Katzen füttern, Gattare, was eher abwertend gemeint ist. Es gibt unter den Gattare Fürstinnen, Staatsanwältinnen, Rentnerinnen, Studentinnen, Hausfrauen, Junge und Alte. Viele sehr kultivierte Personen. Ich selbst habe 4 Katzen, die natürlich alle von hier stammen. Wir suchen uns nie die schönsten Katzen aus, weil wir ja wissen, dass die auf jeden Fall ein Zuhause finden. Nur die armen Hascher, für die es keinen Platz gibt, die adoptieren wir selbst. Meine Auftritte als Butterfly, ja, sicher. Ich war Opernsängerin. Wie Sie sehen, hat alles, was ich tue, eine gewisse Exzentrik. Auch wenn ich meine Kreativität im Gesang und auf der Bühne nicht wirklich ausgelebt habe, so habe ich doch hier gemeinsam mit anderen etwas Kleines, ganz Kleines geschaffen. Unweit von Rom, Bracciano. Inmitten des ehemals vulkanisch aktiven Gebietes des Vulcano Sabatino. Der Lago di Bracciano ist dennoch kein Vulkansee. Er entstand durch den Einsturz unterirdischer Magmakammern. Unzählige Spuren der Etrusker prägen das Latium. Ein Volk, das in Teilen der Toskana, Umbrien und Latium lebte und über 100 Jahre Rom beherrschte. Diese Zeit hat im römischen Leben tiefe Spuren hinterlassen. Wie im Städtchen Sutri. Entlang der Via Cassia öffnen sich im Tuffgestein 64 Etruskergräber aus dem 6. und 4. Jahrhundert vor Christus. Sutris Blütezeit. Inmitten des Tuffbandes sein Amphitheater. Erbaut für bis zu 9000 Schaulustige. Vollständig aus dem vulkanischen Gestein herausgeschlagen. Deshalb fehlen ihr die typischen Umrisse einer Arena. Viterbo. Zu Zeiten der Römer als Castrum Herculis bekannt. Dank der Lage an der Via Cassia gewann das Militärlager schnell an Bedeutung. 8 Kilometer entfernt liegen die Überreste der Etruskerstadt Ferentium, heute Ferento. In ihrer Blütezeit im 6. Jahrhundert vor Christus nannte man sie auch Civitas Splendidissima,
galt als Ferienziel reicher Römer. Die Ruinen des Theaters zeugen heute noch von ihrem Reichtum. Ihr jähes Ende fand Ferentium 1172 unter beispielloser Grausamkeit. Zerstört durch die nachbarliche Konkurrenzstadt Viterbo. Er liegt direkt an der Via Cassia. Der Bolsena-See, sein Aal, war bereits den Römern ein Begriff. Heute Jagdbeute der Fischer aus Marta. Ich heiße Angelo Sassara, für Freunde Nino. Ich bin Fischer und lebe hier seit Geburt. Das ist alles. Ich bin gern hier. Ich war 6, jetzt bin ich 70. Ich bin hier alt geworden, habe aber immer gern hier gelebt. Oft fahre ich los und sehe mir römische Siedlungen an. Schau, dort. Es ist hier voll verlassener Villen aus römischer und mittelalterlicher Zeit. Alle, die hier Halt machen, weil sie etruskische und römische Gräber besichtigen wollen, suchen auch immer nach Erinnerungsstücken, weil es auf dem Feld so viele davon gibt. Viele hatten Glück und haben goldene Ringe und Broschen gefunden. Hier lebten die Etrusker. Die Römer waren in Rom. Die etruskische Kultur war matriarchal, während die Römer patriarchal organisiert waren. Die einen wurden zum Krieg, die anderen zum Frieden erzogen. Das ist der Grund, warum die etruskische Kultur zerstört wurde. In diesen Höhlen dort habe ich auch übernachtet. Wenn ein Gewitter kam und ich mit dem Fahrrad unterwegs war, habe ich anstatt der Etrusker in diesen verlassenen Gräbern geschlafen. Gefiel mir. Schon als kleiner Junge habe ich geangelt. Die Fischerei hat es mir ermöglicht zu leben, eine Familie zu gründen. Sie hat mir alles geboten, was ich wollte. Außerdem ist es eine freie Arbeit. Niemand sagt mir, was ich zu tun habe. Ich stehe auf, wann ich mag und tue, was ich will. Ich habe keine festen Zeiten. Das ist eine große Freiheit. Es ist schön, frei zu sein. Wirklich schön. Umbrien. Eine Region mit einer 3000-jährigen Geschichte. Die Umbra. Ein altitalisches Volk aus dem Norden, 1200 vor Christus eingewandert, gaben ihr den Namen. Am Wegesrand Orvieto. Dort wird Volsini vermutet. Mächtigste Stadt Südetruriens und zentrales Heiligtum der Göttin Voltumna, oberste Gottheit der Etrusker. Seit jeher wurden die Städte in Umbrien auf Hügeln oder an Berghängen weithin sichtbar erbaut. So auch die Idealstadt Scarzuola, eine Kopfgeburt aus dem 20. Jahrhundert.
Guten Tag. Herzlich willkommen. Seit 1218 steht hier ein Kloster. Der Legende nach Zufluchtsort des Franz von Assisi. 750 Jahre später verwandelte es der Mailänder Architekt Tommaso Buzzi in eine eigene Traumwelt. Als Vorlage diente ihm der rätselhafte Roman Hypnerotomachia Polyphili aus dem Mittelalter, der schon den Parco dei Mostri, den Park der Monster, in Bomarzo inspirierte. Zurzeit bin ich der Wächter. Aber ich bin auch Erbauer, in dem Sinne, dass der Architekt in den 20 Jahren, in denen er Scarzuola besaß, permanent erschuf und zerstörte. Denn es waren nur Träume. Ich hingegen muss die Träume von Tommaso Buzzi vollenden. Ich bin Marco Solari. Wir sind hier in der Scarzuola, die ich 1981 beim Tode des Architekten geerbt habe. Kommt, ich zeige euch Tommaso Buzzis Traum. Es ist ein Lebenswerk, ja, bereits mehr als 30 Jahre. Verteilt auf Kloster, Gärten und den Traum Buzzis. Nein, das macht mir keine Angst, denn das Leben selbst ist ja ein niemals endender Traum, ein ständiges Werden. Interessant ist, dass Buzzi das System des Verfalls nutzt. Das System der Archetypen des Antiken. Denn eine Ruine oder ein altes Monument hat die Kraft, das Versteckte aus dem Verborgenen zu holen. Zum Beispiel alles, was im Eros steckt oder im Mysteriösen liegt. Das ist kein einsamer, eher ein abwechslungsreicher Ort. Die Träume sind so vielfältig, dass man nie einsam ist. Eine Persönlichkeit wie Buzzi, die ein Archiv dieser Größe hinterlassen hat, bleibt natürlich auch im Archiv eine Persönlichkeit und somit immer am Leben. Hier sind all seine Gedanken, all seine Werke, alles, was ihm in den Sinn kam. Denn Buzzis Epoche war eine Zeit, in der alles aufgeschrieben wurde. Neidisch auf wen? Buzzi? Nein, keinesfalls. Ich bin nicht neidisch, denn jeder hat seinen eigenen Prozess durchzustehen. Naja, es ist Buzzis Traum, den ich erbte. Somit wurde er zu meiner Angelegenheit.
Buzzi sagte, Scarzuola wäre für die Auserwählten Unglücklichen. Darum hat er sie in einem Wald versteckt. Hinter einem Franziskanerkloster. Umschlossen von einer Mauer mit 7 Türen. Die Via Cassia. Wieder auf der alten Römerroute durchquert sie über die Stadt Chiusi, die Toskana, und führt auf Nebenwegen über den Monte Amiata runter ins Arnotal von Florenz. Chiusi, auf der Route der Via Cassia, eine der wichtigsten archäologischen Orte Italiens. Seit dem 7. Jahrhundert vor Christus als Clusium bekannte Handelsstadt. Unzählige etruskische Hügel und Kammergräber säumen ihre Landschaft. Der Monte Amiata, der heilige Berg, ein erloschener Vulkan. Am Fuße des Vulkankegels versteckt liegt das kleine Thermalbad Bagni di San Filippo. Ältestes natürliches, von Menschen genutztes Heilbad der Welt. Gespeist aus einer der unzähligen Vulkanquellen. Die Eigenschaften der Quellen zogen selbst Erfinder an. 1766 erforschte ein Sieneser Architekt das stark kalkhaltige Wasser für Kunst und Wissenschaft. Eine Werkstattmauer im Dorf zeugt von einem der ungewöhnlichen Experimente. Nicht wie üblich mit Mörtel verputzt, sondern mit dem Kalk des Thermalwassers, indem man es monatelang über die Außenmauern rieseln ließ. Dabei überzog es alles mit einer schützenden Kalkschicht. Überall, wo mineralienreiches Wasser austritt, hinterlässt es im Laufe der Zeit seine typischen Kalkablagerungen. Wie am Fosso Bianco, auch Balena Bianca, weißer Wal genannt. Hier kurierten die alten Römer ihre Leiden, später über die Jahrhunderte auch Geistliche, Herrscher und Regenten, wie die Medicis. Diese Therme war für mich stets ein verwunschener Ort, wo man klettern oder Blätter in den Kanälen schwimmen lassen konnte. Oder wir haben Blätter ins Wasser gelegt, um sie verkalken zu lassen, also dass sich das Carbonat darauf ablagerte. Das ist, als würde man einem unendlichen Naturschauspiel beiwohnen, das sich immer wieder erneuert. Ich heiße Letizia Contorni. Ich bin die Schwester von Gabriella. Ich lebe seit den 50er Jahren mit meiner Familie an diesem Ort. Damals hat mein Vater dieses Hotel und die Therme gekauft. Ich bin Gabriella Contorni. Wir sind sehr unterschiedlich, aber ich denke, das ist eher eine Stärke als eine Schwäche. Zunächst einmal formt das heiße Wasser diesen wunderbaren Dampf. Früh morgens sieht man diese Dämpfe dann aufsteigen, was sehr faszinierend ist. Komm, hier sitzt es sich gut in der Sonne. Und dann ist da der Geruch nach faulen Eiern, wie man so schön sagt. Manch einer reagiert erstmal perplex darauf. Aber für mich riecht es nach der Hölle, nach den Tiefen der Erde und hat so zweifelsohne seinen Reiz.
Es ist, als würde man in Milch baden. Auch die Farbe des Wassers, das ja nicht transparent, sondern etwas milchig ist, sorgt dafür, dass sich das Wasser so weich anfühlt, als würde es von dir abgleiten. Die Thermen von San Filippo sind nicht so technologisch wie andere. Wir wollten, dass der Ort seine Patina vergangener Zeiten behält. ...1950 versuchte man, die rauromantische Kalklandschaft zu bändigen, mit einem Swimmingpool. Als das Becken in den Stein geschlagen wurde, war die Überraschung am nächsten Morgen groß, denn das eingelassene Thermalwasser war versickert durch den porösen Kalkstein. Kurz danach begann die Ära des Dolce Vita, auch in Bagni di San Filippo. Schau mal hier, das Bild von den Fußballspielern der Fiorentina. Einige Prominente sind im Laufe der Jahre schon hier gewesen. Ach, hier sind die Fotos von den Misswahlen. Schau mal, ich habe diesen Flyer wiedergefunden. Der Flyer von 1953, wer hätte das gedacht? Von 1953? Ich glaube, das war eine der ersten Misswahlen hier überhaupt. Ich wollte auf keinen Fall mitmachen. Aber es ist halt passiert. Und sie mussten mich schon ein bisschen nötigen, um mich auf die Bühne zu bringen. Als jedoch meine Schwester Gabriella schlussendlich zur Miss Therme gewählt und auf die Bühne gerufen wurde, ist sie einfach nicht erschienen. Sie hat sich versteckt. Wie heutzutage. Also, lass uns auf die Zukunft trinken. Auf die Zukunft. Sie ähnelt einer Mondlandschaft, die Crete Senesi, seit dem Mittelalter bekannt als Deserto di Acona, Acona-Wüste. Die regenärmste Region Italiens gehört zu den Badlands. Asciano, kleine Hauptstadt der Crete Senesi. Ehemalige Domäne der Etrusker, später der Römer. Schon in der Antike verwandelten die Herrscher das ehemals bewaldete Land in kahle Lehmhügel. Inmitten dieser rauen Landschaft liegt die Abbazia di Monte Oliveto Maggiore, das Mutterhaus der Olivetaner, gegründet im 14. Jahrhundert. Mönche des Benediktiner Zweigordens leben hier in ihrer weißen Ordenstracht streng nach den Regeln Ora et Labora, einem Tagesablauf zwischen gesungenem Gebet, der Konfrontation mit dem Gotteswort und körperlicher Arbeit. Das Leben eines Mönchs dreht sich um Christus, ist auf Christus gerichtet, es ist christozentrisch. Das Mönchsleben mag düster, versteckt, dunkel und abgeschieden erscheinen. In Wirklichkeit bricht das Licht durch, wenn man ins Kloster eintritt und sich auf das monastische Leben einlässt. Ich bin Don Andrea Maria Santos, ein Benediktinermönch aus der Ordensgemeinschaft Santa Maria von Monte Oliveto Maggiore.
Der Abt hat mir die Verantwortung übertragen, des Lehrmeisters, des Novizenmeisters. Die Berufung kann auf vielfältige Weise geschehen. Für manche erfolgt sie in Form einer plötzlichen Erscheinung. Für andere ist sie das Ergebnis einer inneren Qual. Natürlich gibt es während der Ausbildungszeit, vor allem in den ersten Jahren, Gelegenheit zu prüfen, ob dieses Leben wirklich die Berufung ist. Deus in adiutorium meum intende. Unser Anliegen ist, dass sich immer mehr junge Menschen auf dieses besondere Leben einlassen. Diese Ausbildung dauert mindestens 5 Jahre. Am Ende dieser 5 Jahre steht die Entscheidung, sich ganz und gar dem Herrn zu weihen und sich endgültig an das Kloster zu binden. Bevor ich Mönch wurde, habe ich als Tenor auf der Bühne gestanden. 15 Jahre meines Lebens bin ich um die Welt gereist und habe eigentlich überall gesungen. Es war wirklich eine schöne Erfahrung. Ich bin Don Guglielmo und komme von der Insel Malta. Als Mönch habe ich das Ordensgelübde abgelegt und bin im letzten Jahr meiner theologischen Studien. Deshalb habe ich im Kloster auch keine klar definierte Aufgabe. Wenn Mönche aus persönlichen Gründen unterwegs sind und vertreten werden müssen, springe ich ein. Ich helfe aus, wenn jemand von robuster Statur gefragt ist, um Lasten zu schleppen, Zimmer auszuräumen oder besondere Putzarbeiten zu erledigen. Do una mano. Im Leben eines ernsthaften Opernsängers spielt Disziplin eine große Rolle. Leben gemäß geregelter, fester Uhrzeiten war für mich nichts Neues. Das war ich bereits gewohnt. Aber diese Bühne hier verlässt man nie. Denn es ist keine Bühne. Und was man als Mönch erlebt, lebt man immer, auch wenn man dieses Kostüm ablegt. Etwas anderes ist, wenn man mich fragt, ob ich der Karriere hinterher traue. Ich liebte es sehr, im Zentrum der Aufmerksamkeit zu sein und auf der Bühne zu stehen. Ja, das fehlt mir. Aber die Welt des Theaters fehlt mir überhaupt nicht. Unweit davon Siena, einst Etruskerstadt, danach römische Kolonie. Der Legende nach gegründet von Senius, dem Sohn von Remus, einem Mitbegründer Roms.
nördlich Colle di Valdelsa, bekannt für seine jahrhundertealte Glastradition. Eine Kunst, die die Etrusker schon beherrschten, unter den Römern weiterentwickelt zum geblasenen Glas im ersten Jahrhundert vor Christus. Später gossen sie die ersten Fenster aus Glasplatten. Heute zeugen Glasjalousien des Architekten Jean Nouvel von der modernen Kunstfertigkeit der Glasherstellung in Colle di Valdelsa. Fiesole, das antike Faisole, einst von den Etruskern gegründet, dem mysteriösen Volk, das 1000 vor Christus aus Kleinasien nach Italien gelangte. Kaiser Augustus, Haupterbe und Großneffe Julius Caesars, erschuf hier während seiner Regentschaft im ersten Jahrhundert vor Christus Theater und Thermalbad. Unter der Herrschaft Roms blieb Fiesole der wichtigste Ort der Gegend. Bis zum Aufstieg des nahen Florenz. Sie bekam den Namen der römischen Blumengöttin Florentia, gegründet von Julius Caesar. Aus der römischen Kriegsveteranenkolonie wurde schnell eine Stadt. Er blühte jedoch erst, als der Glanz Roms bereits erloschen war. Die Ponte Vecchio, wo sich heute die älteste Segmentbogenbrücke der Welt über den Arno reckt, überquerte zu Etruskerzeiten eine Holzbrücke den Fluss. Im Mittelalter arbeiteten in den Häuschen Schlachter und Gerber. Am Flussufer des antiken Römerhafens erinnert man sich einer fast vergessenen Tradition, der Rennaioli. Jahrhundertelang sah man Scharen von ihnen auf dem Arno. Mehrmals am Tage starkten sie durch den Fluss, um das kostbare Material zu bergen, den Flusssand. Damit wurden, wie schon zu Römerzeiten, Stadtmauern und Paläste konstruiert. Heute gibt es noch eine kleine Gruppe von Rennaioli. Sie versuchen, die Geschichten der Flussarbeiter zu bewahren. Das ist doch wirklich wunderschön. Hier sieht man die alten Rennaioli. Früher sah es überall so aus. Hier sieht man die langen Schaufeln, die den Sand hochholen. Die trugen ja sogar Westen und Hut. Ja, das war ihnen damals wichtig. Angemessene Kleidung war ihnen wichtig. Sie sollte trotz der schweren Arbeit nicht schlampig, sondern elegant sein. Soll ich anfangen? Ich bin Gerardi Leonardo. Ich habe lange Zeit am Arno gelebt. Der Arno braucht Menschen, die ihn pflegen, ihn in Form und im Zaum halten. Ich bin Paolo Bruni vom Kulturverein I Rennaioli, der gegründet wurde, um die letzten Boote der Rennaioli zu erhalten. Unser Freund Leonardo ist ein echter Rennaiolo. Er arbeitete 10-12 Stunden am Tag. Man sagte, von den Sternen bis zu den Sternen. Also Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. So waren die Arbeitszeiten für eine furchtbare Arbeit wie diese. Von 1945 bis das Hochwasser war 66, bis 1965 habe ich diese Arbeit gemacht. Danach sind dann die Bagger gekommen, lauter mechanische Gerätschaften und all das hier war schnell überholt. Naja, was der Bagger an einem Tag schaffte, dafür hätte ich ein ganzes Jahr gebraucht. Das war einfach nicht mehr möglich.
Sicché era impossibile. Ja, klappt schon noch, aber es nimmt mir die Luft. Man braucht auch mehr Bewegungsfreiheit. Vor dem Krieg gab es 200 dieser Boote. Jetzt sind es vielleicht noch 10, die unser Verein vom Flussgrund geborgen hat. Dieses Boot gehörte einem Renaiolo namens Fortunato Ermini, kurz Fortuna, Glück genannt. Alle Renaioli hatten damals einen Spitznamen. Beim Hochwasser verlor er sein Boot, wie alle. Jedoch bei der Arbeit mit einem der Schwimmbagger erkannte er im Fluss die Kette seines Bootes wieder. Über die Kette hat er dann das Boot gehoben, restaurierte es, wie man sieht, und gab ihm den neuen Namen Moses. Es gibt keinen schöneren Namen für ein Boot mit einer so wunderbaren Geschichte. Die Ponte Vecchio, antikes Wahrzeichen von Florenz. In römischer Zeit verlief darüber auch die Via Cassia. Hier endet unsere Reise auf der alten Römerroute.